Wenn Ihnen etwas fehlt, suchen viele Hilfe im Cambomed in Kempten. Der Grund, das Ärztehaus beherbergt viele Spezialisten. Ob Hausarzt, HNO, Orthopäde oder verschiedene Chirurgen, sie alle praktizieren seit Mai in dem Ärztehaus. Doch auch für die Ärzte selber war die Gemeinschaft ein Grund, hier einzuziehen. Weil wir natürlich dieses Networking betreiben wollen und für die Patienten natürlich extrem kurze Wege anbieten können. Und das, genauso läuft es natürlich auch ab, dass die Kommunikation unter den einzelnen Praxen der verschiedenen Fachrichtungen sehr gut ist und man sich natürlich dementsprechend auch unterstützt und natürlich auch Patienten der einzelnen Fachrichtungen zugewiesen bekommt, um dann Weiterbehandlung zu betreiben dementsprechend. Das spart dem Patienten auch zusätzliche Wege durch die Stadt. Besonders für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, kann das eine Erleichterung sein. Aber nicht nur das Wissen wird geteilt, auch so manches medizinisches Gerät wird hier von den Ärzten gemeinsam genutzt. Heutzutage sind Ärztehäuser ja längst keine Seltenheit mehr, doch so ein Projekt zu verwirklichen dauert Jahre. Und das nicht nur wegen der Bauzeit, auch die Ärzte müssen oft ihre alten Praxen aufgeben und zeitgleich einziehen. Für Markus Buschmeier hat sich diese Mühe jedoch gelohnt, nicht nur wegen der Zusammenarbeit mit den Kollegen. Wir sind eine Praxis orthopädischen Chirurgisch, die einen operativen Schwerpunkt hat. Das heißt, für uns ist das zentral lebenswichtig, einen nahen OP zu haben und dem Patienten dementsprechend auch hier wieder die Vorzüge von kurzen Wegen anbieten zu können. Deswegen war das unser Wunsch und deswegen sind wir auch hier mit reingegangen. Eine Vorbereitung, die Fachärzte sonst nur selten unter dem gleichen Dach wie ihre Praxis machen. Doch genau deshalb ist das Cambomed auch unter den Ärztehäusern eine kleine Besonderheit. Denn hier operieren die Spezialisten in der hausintern eigenständig funktionierenden Klinik. Vom kleineren ambulanten Eingriff bis hin zur OP mit stationärer Behandlung richten können die Fachärzte hier so einiges. Also unsere Grenzen sind medizinisch. Natürlich bei Patienten, die zum Beispiel hinterher eine Intensivstation benötigen, die absehbar Bluttransfusionen benötigen. Aber das ist ja eigentlich nur eine kleine Gruppe an Patienten. Das Gros, was alles so vorkommt, das können wir sicherlich hier gut behandeln. Erholen heißt es für die Patienten nach der OP dann hier in den 14 Klinikbetten. Wie in den Operationsräumen ist auch hier ganz bewusst alles hell und freundlich gehalten. Von einer Klinikatmosphäre kaum eine Spur. Krankheitsbedingt kenne ich jetzt mehrere Krankenhäuser und ist überhaupt kein Vergleich mit diesem Haus. Genau das ist auch gewollt, weiß Lutz Lindner. Denn so können sich die Patienten gleich noch ein wenig besser erholen.